Liebe Zuschauer, schon wie die ganze Woche, es melden sich Eltern, es melden sich Mütter, besorgt um ihre Kinder. Und ich begrüße heute Bianca. Bianca, man muss eines sagen, deine Familie hat dafür gesorgt, dass wir über den normalen Schnitt der Geburten in Deutschland hinauskommen. Bianca, erzähl von dir. Herzlich willkommen, grüß dich. Herzlich willkommen. Also ich bin 48 Jahre, habe 10 Kinder. Zwischen 7 und 31 Jahren. Und ich habe schon viel erlebt, der Schicksalsschlag unserer Tochter, die mit 4 Jahren und 5 Monaten an Krebs erkrankt ist. Aber dies, was im Moment in unserem Land vonstatten geht, nimmt allem die Krone. Also ich kann es mit Worten schon nicht mehr beschreiben. Bianca, es ist alles nicht echt. Du hast beschrieben deine zwei. Wir reden vom Maxim und wir reden vom Paul. Ja. Maxim geht aufs Gymnasium und Paul geht in die Grundschule. Ja. Was widerfährt dir oder warum hast du dich an die Öffentlichkeit gewandt? Ich habe mich an die Öffentlichkeit gewandt, da ich es, da Paul und Maxim eigentlich diese Bildung, die eigentlich vorhanden sein sollte, in Deutschland verwehrt wird, indem ich sie durch diese gezwungene Testpflicht zu Hause lasse. Und das kann es nicht sein. Es sind meine Kinder und nicht Kinder der Regierung. Ich habe sie zur Welt gebracht unter Schmerzen und ich habe mir geschworen, sie immer zu beschützen. Und das versuche ich. Das dachten wir eigentlich, Bianca, dass das eigentlich überhaupt nicht diskussionswürdig wäre. Dass die Familie, ja, der Kreis der Familie, und gerade jetzt hier mit 12 und mit 7 Jahren, dass die besonders schutzbedürftig sind. Lass mich so sagen, auch die 31-Jährigen, das bleibt immer das Kind. Es bleibt immer das Kind. Ne? Meine Mutter bis zum Tod mit 94, du bist immer das Kind. Obwohl du selber schon 66 warst zu dem Zeitpunkt. Ne? Aber nein. Ja. Bianca, welche Vorstellung hast du an die Schule? Ich würde mir wünschen, dass die Lehrer sich mehr hinter die Kinder stellen. Am Anfang dachte ich auch, habe ich Angst und Panik gehabt, gebe ich zu. Aber ich habe mehr recherchiert, ich habe mich mehr dahinter geklemmt, obwohl es sehr aufwendig ist, mühsam. Aber ich dachte, ich tue es ja für meine Kinder und vielleicht für andere Kinder. Und andere Eltern, wo hinter mir gestanden haben, die schicken ihre Kinder jetzt in die Schule, trotz dass wir besprochen hatten, dass sie zu Hause bleiben und lassen sie testen. Und sie entscheiden lassen, ein 7-jähriges Kind entscheiden, möchtest du dich testen lassen oder nicht? Das Kind ist 7 Jahre. Wo ist da die Verantwortung für die Kinder? Bianca, erzähl mal, was macht es mit dem Paul? Ich muss jetzt lachen. Paul sagt, ach, dann kann ich morgens länger schlafen. Er ist ein kleiner, er ist unbekümmert. Er ist, ja, klar. Das ist ja logisch, ne? Aber Hausaufgaben machen, weil er ist ein sehr aufgeweckter, ein sehr intelligenter Junge. Er geht gern zur Schule. Und mich macht es jeden Tag fertiger, das mit ansehen zu müssen, dass ich ihn nicht schicke, da diese Testpflicht weiterhin besteht, sogar jetzt verschärft. Man darf nicht auf den Schulhof mehr ohne Test negativ. Also es ist für mich unfassbar, wie ich am Montag seine Arbeitsmaterialien abgeholt habe. Mir blieb das Wort im Hals stecken. Und was ich im Einzelhandel erlebe, wenn wir einkaufen gehen, so, das ist schon, zu einer Mutter wurde gesagt, sie solle ihr Kind gefälligst zu Hause lassen, dass er Überträger ist und es in einsperren. Das wäre das Beste für das Kind. Hast du das Gefühl, dass wir uns in einer Art Psychose befinden? Bianca, um es nochmal dir und den Zuschauern zu sagen, das Bundesministerium für Gesundheit hat veröffentlicht, während der gesamten Pandemiedauer waren 4% der Intensivbetten von Covid-19-Patienten belegt. 4%. Das heißt also, wir bagatellisieren das Virus nicht, aber wir können auch nicht dafür sorgen, dass wir so Kollateralschäden haben, dass Familien zerstört werden, Kinder in ihrer Entwicklung dermaßen geschädigt werden. Ja, absolut. Liebe Zuschauer, ich darf euch sagen, Bianca ist eine verantwortungsvolle Mutter und hat schon Kinder großgezogen. Hast du Sorge um die Entwicklung der beiden? Es ist eine Katastrophe. Und hier muss, fühlst du dich von der Politik im Stich gelassen? Generell von den Eltern. Also
man hat eine Verantwortung und ich muss doch vieles hinterfragen, wie die Kinder das tun. Und die Eltern sagen, was die Regierung sagt, ist gut. Okay, machen wir es. Meine Kinder werden auf keinen Fall geimpft. Dann werde ich dieses Land verlassen. Wir müssen uns bitte vorstellen, Hannes Lohacker, ein Pharmazeut, der 20 Jahre ein Familienunternehmen geleitet hat in Bozen, sagt klipp und klar, wer sich jetzt impfen lässt, ist ein Testaspirant. Das heißt, die nächsten 2 Jahre laufen breite Tests über das Impfen. Und er sagt auch, das sind Versuchskaninchen. Bianca, jeder kann für sich selber entscheiden, ob er sich impfen lässt oder nicht. Richtig. Jeder. Das überlassen wir jedem selbst. Richtig. Aber wenn es durch die Hintertür zur Pflicht wird, dass wir, Bianca, du darfst da nicht mehr hingehen. Und wenn ab Sommer Kinder oder ab August ab 12 Jahren geimpft werden sollen, und der Maxim ist 12, so, dann bist du im Grunde genommen Außenseiter, du wirst ausgegrenzt, oh, der Maxim ist nicht geimpft. Aber keiner, Bianca, sieht sich in der Lage, wenn irgendetwas ist, zu sagen, haben wir seinerzeit falsch eingeschätzt. Ja, so ist es. Wir sind nicht gegen Impfstoffe, wir sind nicht gegen das Impfen. Absolut aber wir nicht. Müssen. Aber Bianca, die Menschen müssen die Entscheidung haben, ob sie es machen oder nicht. Ich bin die Mama. Ich entscheide, was mit ihm gemacht wird und nicht die Regierung. Genau. Das ist einfach Fakt. Ja. Und wenn das für andere nicht vertretbar ist, dann tut mir es leid. Aber ich lasse das, was für mich vertretbar ist und für das Kind vertretbar ist, tue ich. Aber nicht, ich lasse mich nicht in eine Schiene drängen, wo ich das muss. Hast du den Eindruck? Das geht's doch nicht. Bianca, hast du den Eindruck, dass die anderen Eltern nicht um den Ernst der Lage wissen, dass die es so hinnehmen und dass die ständige Berieselung Corona, Corona, ihr müsst Angst haben und der einzige Ausweg ist Impfen, dass die dann nicht mehr nachdenken? Erstens das und zweitens habe ich zu einer Mama gesagt, weißt du, du lässt dich testen, für einmal Sport haben zu dürfen. Und was ist mit deinem Kind? Da konnte sie nichts mehr sagen. Ja. Also viele Eltern sind auch egoistisch. Ne? Viele Eltern gefällt es auch, zu Hause zu bleiben. Aber die Kinder, jetzt darf man nicht mehr in einen so unnegativen Test. Man darf, die sehen es selber nicht mehr. Das ist doch ein Eingriff in die Privatsphäre. Das hat doch nichts mehr mit Gesundheitssystem zu tun. Das ist der Fall. Bianca, mich hat deine Mail bewegt, weil du gesagt hast, du gibst dich nicht geschlagen, erst mit dem letzten Atemzug. Und das sind Dinge, und da muss ich sagen, das ist sicher. Wir haben ja, da meldet sich jemand. Ne? Der Paul. Ja. Bianca, Paul. Ja. Das ist eigentlich das, was ich mir von Müttern erhoffe. Kinder sind Schutzbefohlene. Und die Eltern haben sich vor die Kinder zu stellen und nicht irgendwelche blinden Regierungsmaßnahmen. Denn das hatten wir schon mal. Ja. Das haben wir schon erlebt. Dass Regierungen gesagt haben, eure Kinder gehen den und den Weg. Ja. Kinder, weißt du, ich will es jetzt nicht ganz gleichsetzen, aber wo gesagt wird, eure Kinder werden mal gute Soldaten. Da sagen wir, bin ich irre? Bewege ich mich eigentlich in einem freiheitlich-demokratischen Land oder bewege ich mich in Nordkorea, Belarus, Weißrussland wird immer berichtet. Wo lebe ich denn? Und hier, wenn du hast ja jetzt Gelegenheit, wir haben ja eine hohe Zuschauerschaft. Ja. Wenn du jetzt an die Eltern appellierst, würde ich dich doch bitten, mal einen eindringlichen Appell zu richten. Okay, an alle Eltern, bitte, bitte stellt euch vor eure Kinder. Ihr habt von Geburt an gesagt, ihr beschützt sie. Nun liefert ihr sie hilflos aus. Bitte lasst nicht zu, dass sie geimpft werden. Hinterfragt es und dann kann man weiterschauen. Bianca, lass uns in Verbindung bleiben. Das wäre super, wäre klasse. Du imponierst mir, denn das Wichtigste, was wir haben, ist unser Nachwuchs. Sind meine Kinder. Sind die Kinder, ist die Bildung und ist das Heranwachsen ohne politische, medizinische oder sonstige Zwänge. Absolut. Kinder gehören in kein Korsett. Kinder können auch widersprechen und Fragen stellen. Ja. Aber wenn man sagt, du hast das so zu machen und halt deinen Mund, dann frage ich mich, warum gibt es denn die ganzen Jugendschutzgesetze? Ja. Die Jugendlichen sind also im Moment ganz hinten an. Auch meine Großkinder, wo hier wohnen, die haben nichts mehr. Wir haben nur noch uns. Wir haben nichts mehr. Es ist unglaublich. Und das ist ein Leben. Das ist kein Leben. Tut mir leid. Ich bin ein Lebensmensch. Ich bin soziale Kontakte gewohnt. Ich habe sehr viele Bekannte, Verwandte. Selbst meine Kinder kommen schon neben mich, weil sie sich nicht trauen. Und das ist das Ziel.
Okay. Nein. Das deshalb ist nicht gibt es, Bianca, deshalb gibt es unsere Gespräche, deshalb gibt es die offene Darstellung nach außen. Und da lassen wir uns auch nicht als Leugner oder Verschwörungstheoretiker. Nein. Wir wollen offen darüber reden und wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Es ist ganz einfach. Da kann kommen, wer will. Ja. Bianca, hältst du uns auf den Laufenden? Ja, werde ich tun. Ich frage mich nur, wann Paul wieder zur Schule gehen darf. Da vor Sommer wird er bis zu Hause bleiben. Und ja, ich weiß nicht, was ich tun soll. Weil ich sage immer, man muss dabei bleiben, wenn die Kinder geimpft werden, wenn die Kinder das. Und jetzt darf jeder mit ihm machen, was er will. Also das ist für mich nicht vertretbar. Das lassen wir auch nicht zu. Wir sprechen mit Politikern aller Couleur und jeder, der seine Verantwortung wahrnimmt. Und wir haben im Herbst Bundestagswahlen. Der sollte in erster Linie an Familien und Kinder denken. Und sollte ich werde nicht auch klagen. Ich habe einen Rechtsanwalt kontaktiert, der hat sehr, sehr viele Eltern. Es wird ein langer Weg, aber wie gesagt, ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Wir werden an dir zur Seite stehen. Bitte informiere uns und wir werden weiter an die Öffentlichkeit gehen. Sehr gerne, sehr gerne. Werde ich tun. Bianca, dir und den Kids alles Gute. Und grüß mal Paul und Maxim und die anderen. Danke, dass du vor die Kamera getreten bist. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Wiedersehen.